Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Gestern deutliche Kursaufschläge, heute Morgen wieder Retour, der DAX in Achterbahn. 9.800 gestern überstiegen auf 9.875, das war die wichtige Marke, hatten wir gestern früh schon als solche benannt, hat gehalten. Von da ging es jetzt heute Morgen wieder runter Richtung 9.800, in den ersten Minuten wieder etwas nach oben. Die grobe Richtung sollten wir unter 9.875 bleiben, was die Hauptvariante ist. Von da aus deutlicher nach unten Richtung 9.796 und am Ende die ganz, ganz wichtige Area, der ganz wichtige Bereich 9.350, 9.450, das zumindest die höhere Wahrscheinlichkeit. Die geringere Wahrscheinlichkeit, deshalb trotzdem nicht ausgeschlossen, ein Ausbrechen über 9.875 mit danach deutlich ansteigenden Kursen. Also 9.875 heute die wichtige Entscheidungsmarke. Ein Fed Man aus Dallas, also Mitglied der amerikanischen Notenbank Fed aus dem Bezirk Dallas, der hat sich geäußert, es könnte auch frühere Leitzinserhöhungen in den USA geben, also schon zu Beginn des nächsten Jahres oder sogar Ende diesen Jahres, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Naja gut, das ist ein Aussagesatz, wenn es Winter wird, dann könnte es auch kalt werden, vielleicht aber auch nicht. Von daher ist das nichts Neues. Sollte es frühere Zinserhöhungen geben, wäre das natürlich wieder eine entsprechend negative Entwicklung für die Schwellen, was den Kapitalabfluss dort beschleunigen würde. Wir hatten das ja schon vor einigen Monaten gesehen, was allein diese Befürchtung sofort ausgelöst hat. Jetzt nimmt man den Dallas-Mann da nicht so ernst, also das ist jetzt keine neue Erkenntnis und die Zinsen werden sicherlich nicht deutlich ansteigen, das können wir abhaken. Auch die Amerikaner können sich keine deutlich höheren Zinsen leisten, das Wirtschaftswachstum ist mehr als moderat, die Schuldenlast enorm und auch der amerikanische Staat müsste ja mehr Zinsen bezahlen, wenn die Leitzinsen nach oben gehen und damit auch die Anleihezinsen in den nächsten Jahren steigen. Leichte Anhebungen von 1% durchaus denkbar, aber nachhaltige Zinserhöhungen Richtung 5-6%, die können wir vergessen. Aber nichtsdestotrotz, beim US-Dollar für die USA denken wir eher an Zinserhöhungen oder eine Straffung der Geldpolitik. In Europa das Gegenteil. Hier denkt man an weitere lockernde Maßnahmen. Die Konsequenz kann eigentlich nur heißen, dass Euro gegen US-Dollar schwächer gehen wird. Also 1,32 jetzt eine wichtige Marke im Euro-Dollar-Verhältnis. Wenn die unterschritten wird, kann es durchaus zügig nach unten gehen. Also im Augenblick die Gefahr für einen schwächeren Euro wesentlich größer als umgekehrt. Sollten Sie also Sommerurlaub in den USA planen, wäre es sinnvoll, frühzeitig sich die Dollar zu besorgen, bevor Sie weniger dafür für einen Euro bekommen. Griechenland, die Troika, bislang ohne Ergebnis bei den Untersuchungen, Gesprächen dort. Man ist auf einem guten Weg, wie immer. Es gibt weiter große Probleme bei der griechischen Schuldenlast. 75 Milliarden faule Kreditforderungen lungern da auch noch rum. Und es wird am Ende natürlich auf einen Schuldenerlass oder zumindest eine Streckung der Kredite mit niedrigeren Zinsen hinauslaufen, was am Ende nichts anderes ist. Aber Griechenland auf einem tollen Weg. Gute Intel-Zahlen, die hatten wir gestern Morgen schon berichtet und die Aktie im gestrigen Handelsverlauf 9% im Plus, also das hat man sehr gutiert. Bank of America hat im zweiten Quartal den Gewinnausweis mit minus 43% vorgelegt, nur in Anführungszeichen 2,3 Milliarden Dollar verdient, immerhin im Quartal. Und das schon, obwohl man 4 Milliarden Belastungen aufgrund der Hypothekenstreitigkeiten hatte. Die Aktie verliert gerade mal 2%, man hatte damit gerechnet. Insgesamt hat die Bank of America jetzt eine Belastung ihres Ergebnisses von 55 Milliarden durch die Immobilienkrise zu verzeichnen gehabt. Da sieht man, was für eine Potenz hinter diesen Banken steckt, was für eine Macht, was für ein Geld dahin dran steckt, dass sie solche Belastungen wegstecken können und immer noch wieder Gewinne ausweisen. 13 Milliarden sollen jetzt nochmal dazukommen, die sind gerade in den Verhandlungen für Streitigkeiten im Hypothekenbereich. Amazon plant eine Flatrate für Bücher in den USA von etwa 10 Dollar. Das wäre natürlich eine ganz spannende Entwicklung, zumindest mal für die vielen Leser, für die Verlage und die Autoren. Sei dahingestellt, wie das am Ende ausgeht. Allemal interessante Beobachtung. Noch ist da nichts amtlich, aber man diskutiert darüber. Autoabsatz in der Europäischen Union plus 4,5% gegenüber dem Vorjahr, das klingt erstmal richtig klasse.
nivelliert sich schon wieder etwas ein, wenn man bedenkt, dass es der zweitschlechteste Juni seit den Aufzeichnungen 2003 ist. In Deutschland ging es um 1,9% nach unten, Frankreich 2,5% nach oben, Italien plus 3,8% und Großbritannien 6,2%. Den Vogel schießt Spanien ab mit einem Plus von 23,9%. Hier darf man nicht vergessen, dass die Spanier momentan eine Abwrackprämie zahlen, die auch wohl bald ausläuft. Also hier will man noch schnell durchs Tor durch. Das Manager-Magazin berichtet, dass VW darüber nachdenkt, Fiat Chrysler zu übernehmen. Die Volkswagen AG ist ja nun schon seit Jahren immer wieder auf Einkaufstour, hat sich ein ganzes Portfolio zugelegt. Ob man sich jetzt auch noch die zwei fußkranken Fiat und Chrysler ins Bett holen will, mal sehen. Wenn es jemand wieder zum Laufen bekäme, dann wahrscheinlich Volkswagen. Also es wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten spannend um dieses Thema werden. SAP. Im zweiten Quartal der Gewinn um 25% nach unten, aber das ist gar nicht dramatisch. 557 Millionen Euro standen da auf der Uhr. Es war im Wesentlichen Rückstellung für einen Patentstreit mit knapp 300 Millionen, 289 Millionen Euro, die man hier zurückgestellt hat. Das Thema Cloud wächst stark. Hier hat man 30% oder ein Drittel zugelegt beim Thema Cloud. Und das ist auch hier die Zukunft für SAP. Die Cloud-Systeme, der Online-Bereich, diese Datenverwaltung für Unternehmen. Und plus 3,5% die Aktie heute Morgen, deutlichen Schub nach oben, also das nimmt man sehr positiv auf. Microsoft schwört derweil seine Partner ebenfalls auf diese Themen ein, Mobile First, Cloud First, es ist vollkommen egal, auf welchem Endgerät die Kunden am Ende arbeiten, wichtig ist, dass sie die Software von Microsoft nutzen. Es wird, das kann man glaube ich mal in die Zukunft projizieren, in absehbarer Zeit, gar keine Software mehr geben, die Sie sich auf Ihrem PC runterladen, die Sie bei sich installieren, sondern Sie werden nur noch übers Internet auf diese Software bei den jeweiligen Unternehmen auf deren Server zugreifen. Die Daten werden dort auf deren Server liegen. Das hat auf der einen Seite Vorteil, dass man von überall drauf zugreifen kann, dass die Wartung einfacher ist etc. pp. Hat auf der anderen Seite natürlich große Gefahren im Datenschutz, in all diesem Thema gläserner Bürger. Dem sich zu entziehen, wird kaum möglich sein, denn wenn Sie keine Programme mehr auf Ihren Computer runterladen, Sie sehen ja, was notwendig ist, wie schizophren oder wie unterhaltsam es wird, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, wie man sich denn diesem Datenkrakenwust entziehen kann. Wir sehen es bei der NSA, beim Untersuchungsausschuss, die darüber nachdenken, mit alten Schreibmaschinen zu arbeiten. Wir lachen uns darüber tot auf der einen Seite, auf der anderen Seite sollte es uns erschrecken und sollte uns zeigen, dass es nahezu unmöglich ist, sich, wenn man an dem modernen Leben teilhaben will, teilhaben muss, wie man sich aus diesem System rausziehen kann, wie man seine Daten denn schützen will, wie es denn möglich ist. Es ist nicht möglich, am Ende muss man sich diesem System unterwerfen oder sich aus dem System rausziehen. Es ist kaum anders möglich, erschreckend, aber es scheint die Zukunft zu sein. Und die Frage ist, wie wir künftig damit umgehen, ob wir uns da nicht unsere Rechte schärfer einfordern sollen, beziehungsweise unsere Regierenden dazu zwingen müssen, diesen Schutz der Bürger mehr einzufordern. Wir hatten mal ein Fernmeldegesetz, ein Postgesetz, da stand Haftstrafe drauf, wenn jemand meinen Brief öffnet. Heute leben wir einfach selbstverständlich damit, dass jemand unsere E-Mails mitliest. Vielleicht sollten wir hier die Gesetze der Vergangenheit in diesem Bereich wieder mal nach vorne ziehen, ob die nicht doch für was gut waren und wie man die in die heutige Moderne übertragen kann. Roche hat die Prognose für 2014 bestätigt, den Umsatz auf 10,8 Milliarden gemeldet. Der operative Gewinn liegt bei 3,8 Milliarden, 3% im Plus. Also Roche auch immer eines der starken Unternehmen, vor allem jetzt die jungen Produkte, neuen Produkte auf dem Markt haben einen großen Anteil. Die sind also gut gefüllt mit ihrer Pipeline, bringen immer wieder neue Produkte und müssen sich nicht auf die alten auslaufenden Blockbuster konzentrieren. Die Welt warnt vor einer Schieflage des chinesischen Schuldenberges heute in einem Kommentar und das passt zusammen mit der nächste Woche drohenden Pleite eines chinesischen Unternehmens, eine Unternehmensanleihe bei einem Projektierer, einem Immobilienprojektierer, der wohl offenkundig nächste Woche nicht bezahlen kann. Und das sind diese Themen, über die wir immer wieder berichten, eine riesige Schuldenblase mit extremen Fehlentwicklungen in den Projekten, die diese Kredite gingen, aber auch in der Schuldenbasis selbst in China. Und die Frage ist nicht wann, nicht ob, sondern wann das Ganze um die Ohren fliegt oder zu großen Verwerfungen führt. Und solche Meldungen, dass hier solche Unternehmenspleiten, dass hier Anleihen ausfallen, das sind durchaus Warnmeldungen, die man ernst nehmen sollte. Neue Sanktionen gibt es seitens Europas und der USA gegen Russland wegen Untätigkeit. Naja, prima. Das ist
der normale Gang der Dinge, absehbar, immer härter, immer weiter nach vorne, immer mehr in die Ecke zu drängen. Nun, wir beobachten es ja schon eine Weile und eigentlich ist im Moment vieles dazu gesagt, braucht man nicht weiter zu intensivieren. Ja, die große Aufregung der gestrigen zwei Tage, und das ist wirklich an Unterhaltsamkeit ja kaum zu überbieten, die Aufregung um den Gaucho-Tanz unserer Fußballjungs. Also da muss man sich wirklich fragen, Leute, habt ihr denn noch alle Latten am Zaun? Und dabei meine ich nicht unsere Fußballspieler, sondern die, die das kritisieren, die sich hier über diesen Gaucho-Tanz aufregen. Ich glaube, wenn man jemandem keine solche Dinge vorwerfen kann wie Nationalismus oder ähnliche Dinge, was da in den Köpfen rumspukt von einigen Journalisten, dann unsere Nationalmannschaft. Die spielen in allen Herren Länder, haben dort ihre Freunde aus allen Kontinenten, mit denen sie zusammenspielen. Die liegen sich mit ihren Kumpels, gegen diese eben noch Fußball kicken, nach dem Abpfiff auf dem Rasen in den Armen, trösten sich gegenseitig. Das sind gute Freunde, die sind längst in einer ganz anderen Welt angekommen. Und die einzigen, die noch dieses rückständige Denken im Kopf haben, in nationalistischen Denken, in dieser Gegenteiligkeit, das sind die, die sich jetzt hier drüber aufregen. Denn unsere Jugend, und dazu gehören auch unsere Fußballspieler, sind längst in einer modernen Welt angekommen. In einer Welt, in der sie sich nicht mehr als nationalistische Deutsche sehen, sondern als Europäer, als Weltbürger, als Teil eines großen Ganzen, und die mit ihren Freunden in aller Welt wunderbar kommunizieren. Und dazu gehört es auch, dass man sich über sich selbst lustig macht, über seine Freunde lustig macht. Das machen wir, wenn sich Bayern gegen Dortmund fetzen, wenn die gegenseitig Schmähgesänge singen, ist es ein Rassismus, Nationalismus der Bayern gegen den Ruhrpott und umgekehrt. Das ist ganz normaler Alltag. Das ist unterhaltsam, das ist sich gegenseitig frotzeln. Und genau so machen unsere Jungs das mit den Argentiniern. Für die sind die Argentinier nichts anderes als jetzt Bayern gegen Dortmund oder anderes. Das sind ihre Freunde, die sie schätzen, die sie achten. Und so wie man sich selbst hohen People, so macht man es auch mit seinen Freunden, mit seinen Kollegen, und nichts anderes ist da passiert. Unsere Jugend ist längst viel weiter, und die, die es jetzt kritisieren, die sind noch in dem alten Denken gefangen. Die haben noch diese Konfrontationsdenken, die da drüben, wir hier, wir müssen aufpassen, dass wir denen nicht auf die Füße treten. So denkt man nur, wenn das nicht seine Freunde sind, sondern wenn das andere irgendwo da drüben sind, mit denen man aufpassen muss, wie man mit denen umgeht. Deshalb herzlichen Dank, liebe Jungs von der Fußballnationalmannschaft. Herzlichen Dank für eine wunderbare WM, die ihr gespielt habt. Herzlichen Dank, dass ihr den Titel heimgeholt habt. Und herzlichen Dank für eure Unverkrampftheit, für euer Erfrischendes. Ihr seid wahre Botschafter für Deutschland in der Welt. Herzlichen Dank. Macht weiter so. Einige Wirtschaftsdaten stehen heute an, im Wesentlichen Unternehmensmeldungen aus den USA. Da kommen einige Firmen heute zusammen. Es kommt Google, AMD, IBM, wie sie alle heißen. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also ganzer Zahlenreigen. Lassen wir es drauf ankommen. Wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut und bis morgen.